So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum heutigen Video zu Metro X Tokyo Osaka von Hisashi Hayashi, das ist der Macher von Trains, und von unter anderem Yokohama, einem meiner absoluten Lieblings-Eurogames aller Zeiten. Das ist der krasseste Spiel überhaupt, deswegen war ich natürlich sehr gespannt auf sein neues Spiel. Es ist so ein bisschen Nachfolger von Yokohama in Sachen Optik, denn so sieht das Spiel aus. Das ist ein Roll-and-Ride-Spiel, wobei es gar nicht wirklich ein Roll-and-Ride-Spiel ist. Das sind ja die Spiele, wo man so einen Block hat, irgendwelche Sachen ankreuzt und irgendwo einträgt und dann irgendwie Punkte dafür bekommt. Und ja, in der Metro, ihr seht das, hier gibt es so Metrolinien und 1000 Kästchen und es ist am Anfang echt, denkt man sich, boah, was für ein Spiel. Aber es ist auch jetzt gerade irgendwie, Stefan hat das aus Japan mitgebracht, also da auch gerade ganz frisch rausgekommen. Es gibt ein englisches Video dazu und ich werde euch jetzt mal versuchen, so gut es geht, versuchen, dieses Spiel zu erklären. Und zwar, so vom Grundprinzip her, seht ihr hier immer Strecken. Ne? Also ich bin absolut bin ich erfahren bin, aber man sieht die auch hier gemustert. Das heißt, man sieht hier, das ist so quasi eine durchgehende Strecke, die geht bis, was sind das, die Sterne, die gehen bis hier hinten durch. Das heißt, dann ist einmal die ganze U-Bahn-Linie durch, oder hier blaue, ne? Die geht halt hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, da lang, und dann ist sie fertig. Und wir decken gleich Karten auf, zum Beispiel die hier, eine 2. Und dann dürfte jeder von uns jetzt 2 Kreuze machen. Und zwar kann ich mir eine Linie aussuchen, wo ich anfange, und dann kann ich einfach Kreuze reinmachen. Und ich trage die Zahl hier ein. Das heißt, wenn ich hier eine 2 eingetragen habe, mache ich hier 1, 2 Kreuze. Wenn ich dann als nächstes jetzt meinetwegen 3 aufdecke und das hier weitermachen will, kann ich hier eine 3 eintragen und dann kann ich halt 1, 2, 3 Kreuze machen. Ja, und dann kann ich schon nur noch eine Zahl da eintragen und das höchste ist eine 6. Da kann ich gar nicht bis zum Ende kommen. Das heißt, man muss immer so Synergieeffekte bilden. Wie funktioniert das jetzt? Wie gesagt, das ist gleich gespielt, dann versteht ihr es, glaube ich, auch besser. Aber es ist ja immer wieder das bei so U-Bahn-Plänen so ist. Ne? Hier sind so Kreuzungen, wo so ganz viele Felder zusammenkommen. Wenn ich natürlich mit der Linie hier ankomme und habe hier irgendwie dann ein Kreuz reingemacht oder so, dann kann ich natürlich auch, wenn ich mit der Linie ankomme, das einfach dafür nutzen. Und ich will einfach versuchen, so eine Strecke, also ich muss es einfach forschen, ich glaube, dann ist es besser zu verstehen, aber wenn ich es halt schaffe, so eine Strecke als erster fertig zu machen, kann ich sagen, hier, ich habe die T-Strecke, die Tosei-Strecke fertig, dann kriege ich dafür 7 Punkte. Und der andere Spieler, wenn er dann das auch fertig kriegt, kann maximal nur 5 dafür bekommen. Das heißt, der Unterschied ist eigentlich immer 2 Punkte, außer hier bei der ganz kleinen, bei Fuku Toshin, ne, 2 und 1 Punkte. Und dann muss ich aber auch noch gucken, wie viele Felder sind frei am Ende. Und dann gibt es hier jetzt eine tolle Tabelle. Das heißt, es ist hier alles, wo kein Kreuz drin ist. Und je nachdem, wie viele das sind, kriege ich dafür noch Minuspunkte. Außerdem gibt es noch so Sternkarten. Da kann ich immer in Kreuzungen eintragen, wie viele da ankreuzen, kriege ich dafür auch nochmal Punkte. Das seht ihr, glaube ich, auch gleich alles erklärt. Ich würde sagen, wir spielen es einfach mal los. Der Akku hier, der hält auch noch so 21 Minuten. Das sollten wir, denke ich, locker schaffen. Ich zeige euch jetzt auch mal nur meinen Plan. Ihr könnt uns im Vergleich euch einfach mal Stefans danach angucken. Wir denken jetzt die erste Karte auf. Eine 3 mit Skip. Es ist ungünstig, dass sie gleich kommt, weil Skip ist nochmal eine besondere Sache. Aber da können wir jetzt auch gleich überlegen, was machen wir da. Und zum Beispiel, das ist ja echt bitter, kann ich hier die 3 eintragen. Und jetzt kann ich hier halt 1, 2, 3 Kreuze machen. Das ist übrigens die Schrift, die dabei sind. Die kann man hier so irgendwie dann ans, da dran klippen oder so. Ist ganz nett, habe ich noch nie gesehen. Ist wahrscheinlich eine japanische Sache. Was man jetzt Skip auf sich hat, erkläre ich gleich. Jetzt kommt eine 4. Das heißt, jetzt könnte ich natürlich hier die 4 eintragen und da einfach weitermachen. Oder, was ich auch tun könnte, ich könnte hier die 4 eintragen. Also ich spiele es nicht gut, ich spiele einfach nur, um euch Sachen zu erklären. Hoffe, dass es alles einigermaßen deutlich wird. Das heißt, ich trage jetzt hier die 4 ein und die Strecke geht ja hier los. Hier schon Kreuz, hier schon Kreuz, hier schon Kreuz. Das heißt, ich kann einfach hier direkt weitermachen und kann jetzt hier 1, 2, 3 und dann ne, zweigt das hier ab, 4 Kreuze machen. Und jetzt bin ich natürlich auf der Strecke. Brauche ich jetzt nur noch, um, na, ist auch eine ganz schöne Strecke, um dann ans Ziel zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 braucht man da potenziell noch. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, aber gucken wir mal. Das heißt, nächste Karte ist hier eine 4 und da muss ich jetzt überlegen, ja, wo mache ich das? Ich habe das Ding vorhin schon mal gespielt, ich habe es, glaube ich, auch knapp gewonnen, aber fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich würde jetzt einfach mal hier unten anfangen, hier eine 4 eintragen und dann 1, 2, 3, 4 Kreuze machen. Das wird gleich alles, also je länger ihr zuguckt, umso mehr werdet ihr verstehen. Jetzt kommt hier eine 5 und da ist natürlich die große Frage, wo trage ich die 5 ein? Und die würde ich jetzt einfach mal hier eintragen. Zack, und dann mache ich hier 1, 2 und jetzt geht es hier weiter, 3, 4, 5 Kreuze, weil jetzt kann ich ja gleich hier, war das richtig?
Wenn ich hier irgendwo durcheinander komme, so 1, 2, 3, 4, 5, fehlt noch einer. Okay, das heißt, die höchste Zahl ist eine 6. Ihr seht schon, wenn ich jetzt hier diese Sternstrecke hier weitergehen möchte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da fehlt noch echt eine. Wir machen einfach mal weiter und gucken, was passiert. Eine 4. Wo tragen wir die denn mal ein? Das ist, am Anfang denkt man immer echt so, das geht gar nicht. Und irgendwann hinten raus funktioniert das dann irgendwie. Man weiß aber nicht so wirklich wie. Die Strecke bin hier schon lang gegangen. Ich mache jetzt einfach mal hier weiter. Das ist die Strecke, die habe ich hier schon durch die angekreuzt. Und die geht dann hier weiter. Also mache ich hier 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, ich mache da jetzt keine größeren Fehler. Jetzt kommt eine 2 mit einem Skip drauf. Das heißt, jetzt darf ich Dinge überspringen. Weil normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt hier eine 6 eintragen würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das würde auch gehen. Ja, ich 1, auch 2, 3, 4, 5. Also wenn jetzt eine 6 gekommen wäre, ich würde hier eintragen, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und hier könnte ich nicht weitermachen, weil da ist schon X. Das heißt, ich müsste hier aufhören und könnte das mit der nächsten Zahl hier weitermachen. Mit dem Skip könnte ich das dann überspringen. Jetzt habe ich halt einen Skip 2, das habe ich jetzt natürlich so gut und so clever gebaut, dass ich das gar nicht wirklich gut benutzen kann. Jetzt muss man wieder gucken, wo geht es hier so lang. Ich glaube, ich werde einfach gar nichts fertig bekommen. Konntest du deinen Skip nutzen? Nein. Sehr gut, das beruhigt mich ja so ein bisschen. Ja, ach, ich gebe jetzt einfach mal die Strecke hier auf, glaube ich. Trage hier die 2 ein. Das Skip hat mir jetzt gar nichts gebracht. Und mache jetzt hier 1, 2. Wenn man farbsehend ist, ist es übrigens bedeutend einfacher, weil dann kann man einfach die Farben auseinanderhalten. Wir machen mal weiter und haben jetzt hier irgendwo ein Kreuzchen setzen. Hatten wir das vorhin auch? Nein. Ist nie gekommen, ne? Das kam. Free, okay. Irgendwo auch, aber immer angrenzen, ne? Irgendwo. Irgendwo. Mhm. Boah, das müsste man jetzt richtig hart durchplanen. Ich würde mal sagen, boah, das eröffnet ja ganz, ganz neue Möglichkeiten. Das an Kreuzungen kann man setzen, da bringt es einen natürlich ein bisschen voran. Muss man aber auch nicht zwingend. Was habe ich denn hier noch bei der Strecke? Boah, das ist jetzt ja echt knifflig. Ich mache mal hier das Freikreuz hin. Muss ich das auch irgendwo eintragen? Nee, ne? Nein, das wird auch nicht eingetragen. Okay, cool. Dann kommt die nächste Karte, ein Stern. Stern ist interessant. Na, endlich. Die kann ich jetzt auch im Angrenzen irgendeine beliebige Strecke ankreuzen, muss dann hier auch einen Stern eintragen und bekomme dann so viele Punkte mal 2 wieder Strecken ankreuzen. Das heißt, ich könnte sagen, ich trage das mal hier ein. Dann müsste ich mich jetzt entscheiden, wo ich würde das ja hier benutzen bei der Stern. Will man das? Ich hoffe einfach mal, dass es nochmal kommt. Das heißt, ich würde jetzt hier bei den Sternen so einen Stern eintragen. Und jetzt würde ich halt gucken, an dem Punkt hier, da kreuzen 1, 2 verschiedene Strecken, also gibt es dafür 4 Punkte. Oh, und dann machen wir weiter. Noch ein Stern. Toll. Wer hat denn das gemischt? Und da muss man jetzt echt schon so ein bisschen denken und grübeln, wie man das am besten macht. Das wird bei Stefan vielleicht deutlich besser aus als bei mir. Ich habe auch ein paar Strecken noch gar nicht angefangen. Das sollte ich dringend mal tun. Ich glaube, ich gebe einfach mal hier diese Billigstrecke auf, trage da einen Stern ein und jetzt kann ich halt hier... Achso, nee, das Rote geht ja hier lang. Oh, sorry, das muss ich mal wegstreichen. Dann gebe ich einfach mal die Strecke hier auf und jetzt kann ich hier eine 1, 2, 3, eine 6 eintragen. Voll gut. Dann decken wir die nächste Karte auf, eine 2 mit Skip. Okay, das wird natürlich wieder spannend. Vielleicht kann ich das jetzt ja gebrauchen. Jetzt kann ich es wirklich gebrauchen. Echt? Oh, du Glückspilz. Und auf dem Plan macht es, glaube ich, durchaus Sinn, alles mit relativ hohen Zahlen, wenn sie denn kommen, anzufangen. Und man glaubt das immer gar nicht. Das geht am Ende doch irgendwie aus. Ich habe nur gerade keinen Plan, wie. Ja, ich mache einfach hier mal die 2 rein. Und dann kann ich ja hier 1, 2. Ich konnte das jetzt nicht wirklich gebrauchen. Da kommt eine 4. Da fange ich jetzt, glaube ich, mal hier an. Und mache jetzt hier 1, 2, 3, 4. Das war nicht so optimal. Ich will ja nichts verschenken. Ja, ich verschenke, glaube ich, auch 2. Das läuft echt nicht so super gut gerade. Ich fange einfach mal hier das an. Das ist auch eigentlich ganz schön mit 2 Kreuzen. Ein Stern. Bei der 6 ist übrigens nochmal neu gemischt. Das hatten wir vorhin ständig, jetzt nicht. Das heißt, jetzt muss ich mir überlegen, wo trage ich einen Stern ein. Ich glaube, ich möchte den Stern, das ist echt nicht so gut, einfach hier eintragen.
dann bekomme ich dafür, weil er hier reinkommt, 1, 2, 3, 6 Punkte. Hast du? Nee. Ja, gut, ich mach den hier hin. Also haben wir hier eine 3 als nächstes. Nur wenn ich das jetzt zum Beispiel hier eintragen würde, würde ich halt da eine 3, also ne, ein Kreuz machen, dann wäre Ende, weil ich halt nicht skippen kann. Das heißt, ich mache das einfach mal hier, die 3, 1, 2, 3. Beendet hast du noch nichts, oder? Nee, hast du? Nee. Bin weit davon. Gibt es nur eine 6 drin? Ja. Die hast du natürlich ganze Runden gemischt. Okay, dann kommt natürlich hier die 2 rein. 1, 2. Ich glaube, ich werde einfach gar nichts in diesem Spiel beenden. Wann ist das Spiel zu Ende? Wenn alle Kästchen ausgefüllt sind. Alle? Haben wir das von? Nee. Nein, die Kästchen. Ach so, ja, ja, ja. Ich habe also eine fertig. Oh, was denn? Und zwar die F links oben. F, die kleine. Okay, da kann ich jetzt maximal noch einen Punkt bekommen. Wir haben eine 3 aufgedeckt, ohne ja, Skip. Okay. Dann kann ich jetzt gucken. Hier wäre doof. Hier. Das ist, glaube ich, gut. Ich trage hier die 3 an. Da habe ich nämlich auch was fertig. Welches? Ja. 1, 2, 3. Die Marunocchi. Ich habe die Y fertig. Jetzt kommt das ja Neuwürfe, ne? Mit der 6. Ohne Skip natürlich. Ja, mache ich, glaube ich, hier. Das Gefühl verschenkt ist. Ja, 1, 2, 3, 4. Ich habe die G fertig. G, so, und jetzt kommt nämlich, dass das vorhin ständig passiert ist. Ne? G fertig habe ich. Jetzt wird hier einfach gut neu gemischt. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch 2, 4, 6, 7 Karten, die wir scheinbar ziehen, weil dann alle Sachen hier angekreuzt sind und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Geht also relativ schnell, aber wir haben jetzt nur 5 Minuten, das heißt, wir spielen doch schon so ein bisschen. 2 mit Skip, das kommt jetzt natürlich genau zur richtigen Zeit. Genau, aber das könnte ich jetzt hier zum Beispiel eintragen. Und dann kann ich hier 1, ne, das skippen, das skippen, das skippen, das skippen. Hier die 2 brauche ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, ich hoffe, dass sie kommt, bevor Stefan das fertig hat. Eine 3 mit Skip. Oh, jetzt kommt die 3 mit Skip, okay. Mal, trage ich mal hier ein. Dann kann ich hier 1, Skip, Skip, 2, 3 machen. 1, 2, 3, 4 brauche ich dann noch. Ich habe die Z fertig. Die Z, na toll. Das ist ein Gefühl, kann ich auch noch eine 2. Ist ja gar nicht so gut. Dann mache ich den mal hier rein. Dann bin ich hier, wenn ich mich nicht vertue, bei 1, 2. Dann geht es hier weiter in der 5. Schade, wenn man sie nicht so einsetzen kann. Wenn man es gerne hätte. Oh, das geht nicht, verdammt. 3, 3, 4, 5. Oh, das ist risky. Ja, mache ich das einfach mal hier rein. Dann kann ich hier nämlich, wo ich gerade dabei war, 1, 2, 3, 4 machen. Habe ich C auch fertig. Da kriege ich jetzt auch nur noch 2 Punkte. Dann kommt ein Freikreuz. Ah. Das kann man doch gut gebrauchen. Und zwar hier, hoffe ich. Dann machen wir schnell. So, eine 2 mit Skip. Kann ich hier eintragen. Ein 2 bringt mir nichts. Hier ich habe die N fertig. Wir haben noch 3, ne? Ja. Oh ja, kann ich... Wen hast du fertig? N? Ich habe N fertig, genau, ganz links unten. Mhm. Dann kann ich das, glaube ich, hier eintragen. Ja. Ich habe H fertig. Dann kann ich hier 1, 2, habe ich hier die 6 Punkte. Das war nice. So, und dann gucken wir mal. H fertig? Ja. Mhm. Eine 3. Da habe ich jetzt eh noch die Option, das hier oder hier einzutragen. Na, dann mache ich hier einfach mal weiter. 1, 2, 3. Nutze 5. Und eine 2. Oh, ich habe noch 2 offen. Du auch? Nein. Dann habe ich hier gerade die 3 vergessen einzutragen. Da, oder? Ne, hier habe ich die eingetragen. Das heißt, hier muss dann die 2 reinkommen. 1, 2. Gut, dann sind wir jetzt fertig. Jetzt kommt dann die Abrechnung. Mhm. Das heißt, wir gucken einfach. Wer hat wie viele Punkte bekommen? Ich habe hier 5 bekommen, nur 16, 18 für Strecken, die ich fertig habe. Da hat Stefan, glaube ich, deutlich 21 habe ich. Oh, nur 3 mehr, das ist okay. Dann die Kreuzung. Wie viel haben wir hier eingetragen? Ich habe 3. Wir haben 3, ne? Ja. Ich habe 16. 26.
schon nicht schlecht. Dann gucken wir die freien Felder uns an. Da sehen wir jetzt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich auch, das sind 5 Minuspunkte. Dann hat Stefan, glaube ich, gewonnen. Jetzt gucken wir hier auf der Tabelle. 12 freie Felder, minus 5 Punkte, tragen wir ein. Also habe ich insgesamt 29. 36. Damit hat Stefan auf jeden Fall haushoch gewonnen und ich habe das Ding verloren. Ja, wenn ihr euch, das war jetzt einmal das Let's Play, ich hoffe, das war alles nachvollziehbar. Das ist halt viel gucken, viel genau gucken, wo gehen hier diese Linien lang. Und das ist schon ein bisschen, man muss halt viel gucken und man denkt sich, oh, das geht gar nicht auf. Aber irgendwann ergibt das alles einen Sinn. Ich zeige euch jetzt hier in dem Video nochmal schnell den anderen Plan, den wir im letzten Mal hatten. Den hat der Bad Boy Ben gewonnen. Ne? 16-16 minus 4, insgesamt nur 28 Punkte. Also das hat in der letzten Partie zum Gewinnen gereicht. Und da ist es halt so, dass die Strecken, ne, da gehen manche Strecken hier oben los, andere Strecken hier an der Seite, manche Strecken hier mittendrin. Und man will halt immer versuchen, diese Synergieeffekte mitzunehmen, dass ich hier eine Kreuzung anfange, also eine Strecke anfange, denn damit die Kreuzung fertig mache, wo was anderem auch mit kleinen Zahlen vorankommen kann, irgendwo einen Skip machen kann.